Jesus, Paulus, ich sehe, dass du leidest und mein Herz ist voller Mitgefühl für dich. Krankheiten sind nicht leicht zu ertragen und ich verstehe, dass es frustrierend sein kann, wenn man sich fragt, warum man leiden muss. Was denkst du darüber, Paulus? Jesus, ich danke dir für dein Mitgefühl. Es ist wahr, ich frage mich oft, warum ich diese Krankheit durchmachen muss. Es fühlt sich manchmal wie eine Last an, die ich nicht tragen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich auf eine Weise geprüft werde, die ich nicht verstehe. Jesus, Paulus, ich verstehe deine Verwirrung und deinen Schmerz. Es ist natürlich in Zeiten des Leidens nach Sinn und Zweck zu suchen. Vielleicht können wir es so betrachten. Krankheiten kommen und können uns auf verschiedene Arten prüfen. Sie prüfen unsere Geduld, unsere Fähigkeit, Mitgefühl zu zeigen und unsere Bereitschaft, uns anderen zu öffnen. Paulus, das ergibt Sinn, Jesus. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass meine Krankheit eine Gelegenheit sein könnte, meine Mitgefühlsfähigkeit zu vertiefen. Es ist schwer, inmitten des eigenen Leidens an andere zu denken, aber ich verstehe den Wert, den es haben kann. Jesus. Ja, Paulus, das ist eine wichtige Erkenntnis. Inmitten des eigenen Leidens können wir oft am meisten für andere tun. Vielleicht kann deine Erfahrung mit Krankheiten auch dazu dienen, anderen Hoffnung zu geben und sie daran zu erinnern, dass sie nicht allein sind. Paulus. Danke, Jesus. Ich werde versuchen, meine Krankheit als eine Gelegenheit zur Selbstreflexion und zum Wachstum zu betrachten. Möge Gott mir die Kraft geben, diese Prüfung zu bestehen und gestärkt daraus hervorzugehen. Jesus, möge Gott dich segnen und dir Heilung und Trost schenken, Paulus. Du bist nicht allein und ich werde immer an deiner Seite sein, um dich zu unterstützen und zu trösten. Jetzt hat Paulus aber noch eine Nachfrage, so in Richtung Theodizee-Frage. Er fragt Jesus, Jesus, du weißt doch alles, warum gibt es überhaupt Krankheiten? Jesus, Paulus, deine Frage berührt ein tiefes Mysterium, das Problem des Bösen und des Leidens in der Welt. Es ist eine Frage, die schon viele Menschen gestellt haben und es ist wichtig, darüber nachzudenken. Krankheiten und Leiden sind Teil der menschlichen Erfahrung und es ist verständlich, dass du nach ihrer Ursache fragst. Paulus, ja, Jesus, es fällt mir schwer zu verstehen, warum ein liebevoller Gott zulassen würde, dass Menschen leiden, besonders durch Krankheiten. Wenn du alles weißt, warum gibt es denn überhaupt Krankheiten? Jesus, Paulus, diese Frage ist tiefgreifend und komplex und es gibt keine einfache Antwort darauf. Aber ich glaube fest daran, dass Gott nicht will, dass Menschen leiden. Er ist ein Gott der Liebe und des Mitgefühls, der uns nahe ist, besonders in unseren schwierigsten Momenten. Paulus, aber warum dann, Jesus? Warum gibt es überhaupt Krankheiten, wenn Gott allmächtig und allwissend ist? Jesus, Paulus, ich glaube, dass wir oft die Begrenztheit unseres Verständnisses akzeptieren müssen. Es gibt Dinge, die wir nicht vollständig verstehen können und das Leiden in der Welt ist eines davon. Doch ich glaube auch, dass Gott uns die Kraft und den Trost gibt, um mit unserem Leiden umzugehen und gestärkt daraus hervorzugehen. Paulus, vielleicht ist das der Schlüssel, Jesus. Vielleicht müssen wir lernen, mit dem Mysterium des Leidens zu leben und nach Trost und Hoffnung inmitten unseres Leidens zu suchen. Jesus, ja, Paulus, das denke ich auch. Gott ist bei uns in unserem Leiden und er gibt uns die Kraft, es zu ertragen. Möge Gott uns allen Trost und Heilung schenken, besonders denen, die unter Krankheiten leiden. Paulus, danke, Jesus, deine Worte bringen mir Trost und Hoffnung in dieser schweren Zeit. Jesus, möge Gottes Segen und Liebe immer bei dir sein, Paulus. Du bist nicht allein und ich werde immer an deiner Seite sein, um dich zu unterstützen und zu trösten.